Tag 65. Futter fürs Gehirn. Fast Food verboten. Jeder weiß, wer gesund sein will, der muss sich auch gesund ernähren. Beim Gehirn ist das nicht anders. Alles, was wir denken, lesen, im Fernsehen, im Kino oder im Internet sehen, ist praktisch Futter fürs Gehirn. So wie du dir aussuchen kannst, was du isst, kannst du dir auch aussuchen, womit du dein Gehirn fütterst. Deine Eltern und Lehrer können dir bei dieser Entscheidung helfen. Wähle schon am Anfang der Woche aus, welche Sendungen du dir im Fernsehen ansehen möchtest. Schalte den Fernseher aber auch wirklich nur dann ein. Zieh dir nicht wahllos irgendwelche Filme oder Shows rein. Mach dich vorher schlau, was gezeigt wird, oder lies Rezensionen von Filmen, damit du mehr darüber weißt. Wenn du im Internet surfst, dann vermeide bewusst die Seiten, die deine Eltern dir verbieten würden, wenn sie neben dir stünden. Gottes Wort wird dich stark machen. Lies jeden Tag in deiner Bibel. Das ist Nobelfutter für Gehirn und Seele. Verbringe Zeit damit, Gott zu loben und zu preisen. Denn auch damit tust du Gehirn und Seele etwas Gutes. Gib deinem Gehirn nur das Beste. Dann bleibst du gesund. Das sagt die Bibel. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig gut und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. An dem, was auch bei euren Mitmenschen als Tugend gilt und Lob verdient. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe und lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott bei euch sein und euch seinen Frieden schenken. Philipper 4, Vers 8 und 9. Mit Gott im Gespräch. Gott, vergib mir meine falschen Entscheidungen. Hilf mir, das richtige Futter für mein Gehirn auszusuchen. Hilf mir, all den Müll zu vermeiden, der um mich herum ist und der mein Gehirn so leicht verstopfen könnte. Gib mir den Willen, gute und richtige Gedanken zu denken. Amen. Was ich noch sagen wollte. Auf Kauai ist nicht gerade viel los. Es gibt keine Eislaufbahn, kein Milligolf und keine Halfpipe zum Inliner- oder Skateboardfahren. Wir haben eine Bowlingbahn, eine gut ausgebaute Straße, die einmal um die ganze Insel herumführt und ein Kino. Das ist alles. Dafür hat aber Hawaii insgesamt mehr berühmte Surfspots als jeder andere Ort der Welt.